Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Skies of Arcadia Legends. Halt. Objekte. Du, du und du. Einen Charme erhalten. Den setzen wir doch gleich ein hier. Okay. Ist es denn noch weit nach da oben? Nee, eigentlich nicht. Aua! Blöden Kerle! Ja, immerhin bist du fast down. Haha. Idiot. Der hat ihn schon voll ins Gesicht gekriegt. Der hilft ja auch nicht viel, Kumpel. Ne? Solange ich sie fast down kriege, ist alles okay. Oh, einen habe ich sogar down gekriegt. Aber der hatte dann anscheinend auch nicht mehr viel. Ich hasse deren. Naja. Aua. Ey, die haben es ganz gut drauf mit den Gegenangriffen. Das geht noch. Stimmt, ich habe vergessen, dass hier dauernd so eine Scheißkämpfe warten. Und du hier nicht einfach durchkommst. Tempo dran. Ach lol, der baut auch sehr auf Tempo auf. Interessant. Alter, und ihre scheiß Gegenangriffe jedes Mal. Okay.
komme selten zu einem Gegenangriff. Okay, sind schon mal zwei down. Bist bloß noch du, richtig? Rang erhöht, Eterni. Ey, wir sind fast da. Hör mal. Nee, sah aber so komisch aus. Leute aus dem Westen, so trifft man sich wieder. Oh Gott, nicht schon wieder I. Was macht ihr hier? Dies ist die Zentrale, der Tenku. Es war sehr dumm, von euch hierher zu kommen. Die Zeit ist reif, um euch zu erledigen. Halt! Yao, Mao, wer ist da? Lord Daigo. Das sind die Leute aus dem Westen, die es gewagt haben, sich uns zu widersetzen. Sie sind durch die Dark Rift gekommen. Ich bin Weiß von den Blue Rouge. Du bist der Anführer der Tenku? Daigo? Was? Er ist dein Bruder? Das ist Prinz Daigo? Moegi? Wie ist es dir ergangen? Ich hätte nie gedacht, dass du Fremde zu meinem Tempel bringen würdest. Ich auch nicht, aber was machen die Tenku hier? Vor langer Zeit forderten mich die Zwillinge zu einem Kampf heraus. Sie wollten mein Schwert und ich habe es ihnen gezeigt. Aus irgendeinem Grund haben sie mir ihren Gehorsam geschworen. Seitdem bin ich hier Anführer. Ich habe mir gedacht, als ihr Anführer könnte ich sie ein wenig unter Kontrolle halten, sodass sie nicht mehr jeden angreifen. Außerdem, kennst du sonst jemanden, der Zwillinge als Leibwächter hat? Moegi, ist das wirklich dein Bruder? Kann man sich nur schwer vorstellen, dass ihr beide verwandt seid. Ich weiß, dass er ein Prinz ist, wie Enrique, aber es hat den Anschein, dass Prinzen in Yafutomo sicher anders benehmen als Prinzen in Valua. Aber was ist der Grund deines Besuchs, Moegi? Hat Vater es sich anders überlegt? Daigo, er... Ist was? Ist ihm etwas zugestoßen? Kangan, dieser gemeine Zwerg, wie konnte er unseren Vater in den Rücken fallen und unser Land dem Valuanen ausliefern? Daigo, Moegi, es tut mir leid, wenn ich noch da wäre, wäre das nie passiert. Als ich verbannt wurde, habe ich mich über die Freiheit gefreut. Ich ließ all meine Pflichten sein und tat, was ich wollte, hier in diesem Tempel. Aber jetzt braucht mein Volk mich. Ich muss zurückgehen und meinen Titel als Prinz von Yafutoma wiedererlangen. Weiß, ich kann dir nicht genug dafür danken, dass du meine Schwester gerettet hast. Jetzt muss ich mich zum Kampf bereit machen. Ich werde gegen Valua kämpfen und Yafutoma dem Volk zurückgeben. Ich würde mich geehrt fühlen, wenn ihr an meiner Seite kämpft. Aha.
Selbstverständlich. Helfen wir. Wir stehen ja schließlich demselben Feind gegenüber. Ausgezeichnet. Wir werden zusammen kämpfen um Yafutoma und die Magasphäre zurückerobern. Ach, und Lord Enrique. Ich habe gehört, dass Sie meine Schwester vor Muraji beschützt haben. Meine Familie dankt Ihnen für Ihre Tapferkeit. Ich habe nur getan, was von einem Gentleman erwartet wird. Es ist nicht der Rede wert. Und Prinz Daigo, ich weiß, wie Sie sich fühlen müssen. Auch ich wurde von meinem Land verbannt. Ich möchte die Einstellung meines Landes ändern, indem ich die Welt durch drumherum ändere. Und deshalb möchte ich Ihnen helfen, von einem verbannten Prinzen zum anderen. Die Flotte, der Sie gegenüberstehen, die Armada, wurde außerdem von meiner Mutter, der Kaiserin Theodora, gesandt. Als Prinz von Valois ist es meine Pflicht, sie aufzuhalten. Es ist nicht nur euer Kampf, es ist auch der meinige. Das verstehe ich. Ich nehme Ihre Hilfe gerne an. Prinz Enrique, Sie sind ein sehr ehrenwerter Mann, viel ehrenwerter als ich. Wenn ein Mann wie Sie an der Seite meiner Schwester wäre, könnte ich nachts ruhig schlafen. Daigo. Und wie man sieht, würde euch beiden das auch nichts ausmachen. Also dann weiß, ich muss mich auf den Kampf vorbereiten. Wir treffen uns am Hafen. Wir starten in Richtung Yafutoma. Sobald wir... Ja, eigentlich sehr gut. Okay, dann gehen wir jetzt runter und speichern ab. Aber jetzt dürfen wir erstmal den ganzen Weg wieder runterlaufen. War das wirklich so weit? Kam mir gar nicht so weit vor. Oh, was bist denn du für ein Knuffelchen? Alter. Lass mich speichern. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ist zwar wieder ein bisschen kürzer, aber passt schon. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's erstmal gut und haut rein. Ciao.